Leckere, luftige Pavlova. Da ein ganz leckeres Baiser-Rezept, perfekt für die warme Zeit jetzt mit Erdbeeren und Jogurette. Ich bin die Celia aus der La Cucina Kochschule und wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Heute backen wir zusammen Pavlova. Pavlova ist im Endeffekt ein Baiser und eine super Eiweißverwertung. Gerade wenn ihr mal Eiweiß übrig habt zu Hause, könnt ihr super leckere Pavlova machen. Wir werden die nachher noch mit einer leckeren Joghurtcreme und Jogurette und frischen Erdbeeren und Beeren füllen. Und was wir jetzt für unseren Baiser brauchen, zeige ich euch jetzt. Für unseren Baiser brauchen wir 5 Eiweiß, am besten zimmerwarm, 200 Gramm Zucker, dann ein wenig Vanille, eine Prise Salz und ungefähr 1,5 Esslöffel Speisestärke. Ihr könnt das Rezept natürlich genauso gut mit einem Handrührgerät machen. Das Ganze muss aber wirklich für mindestens 15 Minuten richtig schön steif schlagen. Und deswegen benutze ich da ganz gerne eine Küchenmaschine. Ich gebe jetzt einfach das Eiweiß, den Zucker, Vanille und eine Prise Salz in meine Rührschüssel und das Ganze darf jetzt so lange rühren, bis sich der komplette Zucker aufgelöst hat. Unsere Baisermasse ist jetzt fertig. Ihr erkennt das daran, dass das Eiweiß so richtig schöne Spitzen ziehen soll. Seht ihr? Na, also man kann da richtig schöne Spitzen ziehen und die Spitzen bleiben auch stehen. Jetzt nicht gegen die Schüssel hauen, sondern wirklich nur das Ganze einmal abschaben, weil sonst schlagt ihr wieder die Luft, die ihr jetzt lange eingerührt habt, wieder raus. Und das wollen wir nicht. Richtig schöner Marshmallow-Fluff, also ihr seht, eine richtig schöne cremige Masse. Ihr könnt auch prüfen, ob sich der Zucker auflöst, indem ihr das zwischen die Finger reibt. Und wenn ihr keine Zuckerkristalle mehr fühlen könnt, hat sich der Zucker wunderbar aufgelöst. Und das funktioniert am besten mit zimmerwarmen Eiern. Jetzt nehmen wir uns unsere Speisestärke und sieben die einmal ein. Dadurch verhindert ihr einfach Klümpchen. Und die Speisestärke bewirkt einfach, dass die Pavlova nachher ein wenig stabiler backt. Ich habe den Backofen bereits auf 130 Grad Umluft vorgeheizt und da werden die Pavlova dann für gute 30 Minuten backen. Jetzt heben wir die Speisestärke einfach unter, nicht zu lange, sondern dass sich das wirklich nur einmal verbindet. Jetzt habe ich hier einmal ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle oder Lochtülle. Das könnt ihr genauso machen, wie ihr gerne wollt. Um das Ganze jetzt einfacher zu befüllen, knicke ich einmal vorne die Spitze um, stelle mir das in einen Messbecher und so habe ich einfach beide Hände frei und kann unseren Spritzbeutel befüllen. Um zu verhindern, dass mir das Ganze oben wieder rausläuft, könnt ihr einfach einen kleinen Trick machen. Entweder könnt ihr das Ganze einmal so festdrehen und dann so festhalten mit der Hand oder ihr nehmt einfach so einen kleinen Clip, macht das Ganze hier oben einmal zu und dann kann euch oben nichts mehr rauslaufen. So. Jetzt werden wir unsere Pavlova formen. Hier könnt ihr ganz alleine bestimmen, wie groß oder klein ihr eure Pavlovas haben möchtet. Und wir fangen an, indem wir einmal den Boden machen und dann den Rand einmal hochziehen. So, dass wir nachher eine kleine Mulde haben, wo wir unsere Füllung reingeben können. Lasst ein wenig Platz zwischen den einzelnen Pavlovas, weil sie beim Backen nochmal ein wenig aufgehen werden.
Ich habe eben gerade gesagt, dass sie bei 130 Grad in den Ofen kommen. Sie kommen aber bei 110 Grad Umluft für gute 30 Minuten jetzt in den Ofen. Sie sollen nämlich schön weiß bleiben und im Endeffekt nur trocknen. Und dann machen wir gleich mit der Füllung weiter. So, unser Ofen piept. Die Pavlova sind jetzt gebacken. Na, sie sind schön trocken von außen, aber drinnen werden sie noch schön cremig sein. Und jetzt lasse ich sie einmal komplett im offenen Backofen auskühlen. Super, unsere Pavlova sind jetzt gebacken und abgekühlt. Ihr könnt die auch super schon am Tag vorher zubereiten und einfach dann in einer Tupperdose aufbewahren und kurz vorm Servieren mit unserer leckeren Creme befüllen. Für die Creme haben wir jetzt folgende Zutaten. Wir haben ungefähr 200 Gramm Joghurette. Ihr könnt da natürlich aber auch jede Schokolade nehmen, die ihr gerne mögt. Dann haben wir einmal 200 Gramm cremigen Joghurt. Ich habe hier einen Sahnejoghurt genommen. Dann haben wir einmal 200 Gramm Schmand, 50 Gramm Puderzucker, 200 Milliliter Sahne, ungefähr 6 Teelöffel Sanapat zum Steifschlagen oder ihr könnt auch Sahne steif nehmen. Und dann habe ich hier noch ein paar frische Erdbeeren, so um die 300 Gramm. Wir werden erstmal unsere Joghurette ein wenig klein schneiden. Hier werde ich mir aber erstmal, wie viele Pavlova habe ich? Ich habe jetzt hier 9 Pavlova. Werde ich mir erstmal ein paar für die Dekoration wegnehmen. Die werde ich nämlich einfach halbieren und dann nachher reinstecken. Und die halbiere ich mir nur einmal. Leg die kurz beiseite und den Rest der Joghurette werde ich jetzt einmal ein wenig klein hacken. Als nächstes werde ich einmal unsere Erdbeeren putzen. Die habe ich natürlich schon einmal gewaschen und werde sie jetzt einfach ein wenig klein schneiden. Ich nehme einmal hier oben den Strunk weg und schneide sie mir in mundgerechte Würfelchen. So, jetzt haben wir alles klein geschnitten und jetzt geben wir einmal unsere Zutaten hier rein. Sprich, wir geben einmal unseren Joghurt, unseren Schmand, unseren Puderzucker in eine Schüssel und verrühren das einmal kurz. Unsere Creme ist jetzt fertig. Die soll auch gar nicht ganz, ganz steif sein, sondern wirklich nur cremig geschlagen. Jetzt können wir unsere Pavlova schon füllen. So, jetzt kommen wir zum Befüllen der Pavlova. Ich habe mir jetzt hier eine schöne Schiefernplatte genommen. Das ist natürlich so das perfekte Tellerdessert. Das heißt, na, ihr könnt wirklich eine schöne Pavlova pro Person machen. Ich fülle jetzt erstmal nur 4, weil sobald ihr die Masse reingefüllt habt, sollten sie auch schnell gegessen werden, weil sonst das Ganze einmal durchweicht. Wir geben jetzt hier unten einmal ein wenig Joghurette rein. Da kommen dann ein paar von unseren frischen Erdbeeren drauf. Dann geben wir einen guten Löffel unserer Creme drauf. Das darf auch so ein bisschen ruhig rauslaufen noch. Das macht überhaupt nichts. Also ruhig so einen schönen Klecks von unserer Schmandcreme. Und jetzt wird das Ganze noch ein wenig ausdekoriert. Mit unserer Joghurette. Ein paar von unseren Erdbeerstückchen. Und wenn ihr habt, könnt ihr noch ein Blättchen Minze draufgeben.
Und fertig sind unsere leckeren Pavlova. Heute darf der Rami mit mir probieren. Hast du schon mal Pavlova gegessen, Rami? Nein, noch nie, aber ich finde es total geil und es sieht super lecker aus. Gerade wenn du eine Creme Brûlée machst oder so, haben wir ja ganz oft Eiweiß übrig. Und das ist die perfekte Art, Eiweiß auf eine sehr, sehr leckere Art zu verwerten. Du hast uns Löffel mitgebracht. Bitte wollen wir schön. Rein? Stechen? Ja, bitte, ich steche einfach mal. Super, genau. Einfach rein da. Versuch mal von allem so ein bisschen zu erwischen. Und es schmilzt richtig in der Zunge, im Mund. Du hast halt die fruchtige Komponente durch die Erdbeeren. Ich finde, die Jogurette gibt einfach nochmal so ein bisschen diese schokoladige, leckere Note dazu. Und wenn man es auch mal ehrlich nimmt, Schokolade und Erdbeeren funktioniert ja auch einfach immer. Genau. Also, wie ihr seht, ein leckeres, einfaches Rezept. Wirklich, ist gar nicht schwer. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch, abonniert kostenfrei unseren Kanal und folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter naschen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!